Derzeit erhalten zahlreiche WhatsApp-UserInnen eine Einladung für ein Gewinnspiel, das angeblich von der Drogeriekette Rossmann stammt. Das Gewinnspiel wird in Form einer Nachricht verbreitet, in der Rossmann frohe Weihnachten steht. Doch bei der vermeintlichen Weihnachtsbotschaft der Drogerie handelt es sich um ein Fake-Gewinnspiel, mit dem Cyberkriminelle versuchen, an persönliche Daten von UserInnen zu gelangen. Die Betrüger locken in der Nachricht mit Geldgewinnen. Dazu müssen UserInnen einen Link anklicken und werden auf eine Website weitergeleitet, auf der sie ihre Daten preisgeben sollen. Es wird behauptet, man habe einen Gewinn von 2000 Euro gewonnen. Um den Gewinn zu erhalten, muss die Nachricht jedoch in 5 Gruppen oder an 20 WhatsApp-Kontakte weitergeleitet werden. Außerdem fordern die Betrüger die Eingabe der Handynummer, was dazu führen kann, dass man ungewollt ein Abo abschließt. WhatsApp-UserInnen, die eine solche Gewinnspielnachricht erhalten, sollen sich mit dem AbsenderInnen in Verbindung setzen, da diese vermutlich bereits auf die Masche reingefallen sind.